Moin Leute, Zeit für ein bisschen Oldschool-Kultur. Kennt ihr dieses Gefühl von Einsamkeit, so alleine gelassen werden, so komplett alleine sein? Wenn ihr Filmfreak seid, würde ich euch sagen, dass das Gefühl wie bei Gravity oder habt ihr Ad Astra gesehen, das oder Moon noch geiler. Und deshalb gucken wir uns heute mal einen Titel an, der das Gefühl von abgefuckter Einsamkeit und so alleine sein und irgendwie so Hoffnungslosigkeit damals echt gut transportiert hat. Ja, und deshalb gehen wir hier auch direkt rein. Ich habe letztens mal ja schon ein bisschen vorgezockt, habe ich gesagt, deswegen, ich fange aber jetzt hier extra nochmal von vorne an, damit ihr so den ersten Abschnitt des Spieles seht. Also, warte mal weiter, nee, nochmal hier, nochmal von vorne. Ja, hier, also bis zur Tanke war ich. Bis dahin werde ich auch heute machen. Könnt ihr mal die ersten Abschnitte sehen. Den Rest könnt ihr selber zocken. Also Intro erstmal. Just like sharks. Genau wie bei Haien. Wenn sie sich nicht mehr bewegen, sterben sie. That's how you are, Carla. Und so bist du auch, Carla. Save yourself. Rette dich. Holy shit. Seattle, Washington. 4. Juli 1986. 145 Tage nach Patient Null. Ich lese das nur vor, damit so ein bisschen dramaturgisch besser rüber. Und nach dem Sturm kam die Ruhe. Und die Stille machte die... Also, Dramaturgie im Arsch. Zu lahm gewesen. Carla! Carla! Warum? Warum? Randy, kannst du mir sagen, was zum Henker hier passiert ist? Sie hatte überall Bissspuren, aber sie wusste doch, dass sie nicht nach draußen gehen sollte. Du hast sie umgebracht, du Schwein! Du hast sie ermordet. Sie ist tot. Was zum Teufel hast du getan? Geil, Alter, ich mache auch verschiedene... Wegen deiner kleinen... Fahr. Also lest selber. Never means never. Also die übliche Zombie-Apokalypse-Kacke. Keiner sollte rausgehen aus dem Shelter. Bleibt drinnen, einer hat's doch gemacht, ist infiziert worden. Und jetzt müssen wir los. Ich lasse meine Schwester hier nicht allein. Du kannst nichts mehr für sie tun, Stella. Stella und Carla? Sam, Bella, Stella, was? Wir hatten diese Namen. Ich muss meine Familie finden. Das ist der einzige Ort, an dem... Bleib stark, Randy, und viel Glück. Ich weiß, dass wir sie finden werden. Dieser Tag war weder der Anfang noch das Ende von irgendwas. It was just one more day. A day like any other. The world was dying. And we were its survivors. Spiel ist cool. Good luck, Randy. Jo, die Säcke hauen ab. Wir müssen loslegen. Ach ja, stimmt ja. Okay, die ersten Abschnitte sind so wie immer Tutorial-mäßig. The body is full of bites and bruises. Die Leiche ist voller Bissspuren und Quetschung. She's been shot point blank in the head. Ja, und wer hat sie in den Kopf geschossen? Du selbst. You're free now, Carla. Du bist jetzt frei, Carla. Some of us aren't so lucky. No. Morsche Bretterchen. The wood is rotten and the planks are weakened. Brauchen wir gleich. Seattle's safe point must be the last stronghold in all the Pacific Northwest. Anybody alive must be trying to reach it. Vor allem ist es scheißen laut, das Radio. So, wir müssen rüber. Anlauf.
da guckt euch mal die Halle an. Also ich finde das cool, so die, der Grafikstil ist geil. Nur diese rotleuchtenden Augen, die könnten sich sparen, ehrlich. Immer dieser Scheiß mit den rotleuchtenden Augen. Microsoft hat es wirklich mit rotleuchtenden Augen bezogen. Obwohl, ist ja gar nicht Microsoft. Aber ich glaube, die haben den Scheiß eingeführt. So ein Bullshit. Wieso müssen Augen rot leuchten bei Zombies? Okay. Hier noch ein bisschen Tutorial-Lehrgang. Kriechen. Setze die Umgebung gegen deine Gegner ein. Drücke die grüne Taste und lass die Ladung auf den Schatten fallen. Machen wir doch glatt. Also ich mache entweder bis zur Tankstelle oder bis ich das erste Mal verrecke. Und den Rest müsst ihr dann halt selber euch mal angucken. Wie gesagt, das Ding kostet glaube ich keine 11 Euro. Letztens war es glaube ich sogar noch ein Sale für irgendwie 3 oder so ein Scheiß. Einfach mal was Steam auf ein Sale warten. Geht zwar nur 5-6 Stunden, aber das ist dann auf jeden Fall wert. Sehr kurzweilig, ich finde das cooler Spiel. Wenn ihr Scheiße findet, könnt ihr das ja gerne mal in die Comments setzen. Und auch sagen, warum. Also, wenn man hier jetzt nicht irgendwie den Classic super anspruchsvollen Titel erwartet. Alter, allein die Geräuschkulisse kommt hier richtig geil. Ben and the others made it out. They deserve better than this world. So, die locken wir eben an. Jo, Gegner verspotten. Hier steht, der Highway liegt am Ende dieses Tunnels. Das ist der direkte Weg zum Versteck. Shannon und Lydia könnten inzwischen auch dort sein. Labert er jetzt dasselbe? Nee. Super, da ist der Ausgang. Na, da schon mal nicht. Lass uns runterrutschen. The Inferno begins here. Oh, also, das ist auch immer geil. Auch immer cool in diesem Zombie-Film. Es gibt immer irgendjemanden, der gerade in so einer Endzeit-Apokalypse ist, der aber noch Zeit hat, so ein paar Graffitis klar zu machen. Also, das habe ich auch in Dawn of the Dead und in diesen ganzen Filmen nie verstanden, Alter. Oder in den ganzen anderen Zombie-Spielen. Es gibt immer jemanden, der irgendwo noch ganz in Ruhe was hinkritzelt, während so um ihn rum so Zombies rumlaufen. Okay. Ihn hat's erwischt hier. Dead people, tote Menschen. Leicht. Das beeindruckt mich nicht mehr. Mich beeindruckt, wie er da hingekommen ist. In einem geschlossenen Rohrsystem. Von oben auf Haken aufgespießt, als wäre er von oben runtergefallen, obwohl da nichts ist. Aber Leute, scheiß drauf. Wir machen uns hier keine Gedanken um Logiklöcher. Es ist einfach nur ein cooles Spiel für zwischendurch. Und als nichts weiter wollte ich das auch anpreisen. Wie gesagt, nicht, dass ihr denkt, hier wartet der super Knobelspaß auf euch. Trotzdem macht's Bock. Und wie gesagt, es transportiert dieses Einsamkeitsgefühl, Alter, wie selten anderes Spiel. Limbo war genauso, fand ich. Inside auch. Aber Limbo fand ich sogar noch ein bisschen abgefuckter. Außer dieses... Alter, ich mag solche Drogenspiele eigentlich nicht. Kommt man irgendwie depressiv drauf. Aber irgendwie auch wieder cool. Haben wir da hinten irgendwas? Nein. Also. Oh, hier kommt jetzt so ein Dramatic Scene, wie sie einem hinterherwatscheln. Der eine ist auch richtig schnell, er hier. Der Sack, an dem ich gerade vorbeigehe. Guckt euch den mal an. Komischerweise kann er sich im Wasser dreimal so schnell bewegen wie ich.
Jetzt wusch, wusch. Okay, es wohl für die Dramatik. Schnell rüber, bevor mein Hintern hat. Noch haben wir nämlich keine Waffe. Oh, fuck. Hatte ich gesagt, bis zum ersten Tod? Okay, ich mach bis zur Tanke, weil das war doch schon ein bisschen schnell. Ich hätte Anlauf nehmen sollen, nicht Honk. Okay, das war der zweite Tod. Das war's mit dem Video. So, also. Von ganz hinten. Meine Fresse. Na, brauchen wir jetzt nicht Medkit. Ja, ja, unnötig. Steht hier was? Nein. Doch. Was hat er denn jetzt da aufgehoben? Vorbeischleichen geht an denen, glaube ich, eh nicht. Wir müssen eh rennen. Die sehen uns so oder so. Auch wieder so eine Dramaturgie-Szene. Damit hätten wir den ersten Abschnitt. Willkommen in Seattle. Das ist von unserer Welt übrig geblieben. Eine sterbende Oase. Kein Wasser, kein Leben. Der Krieg zwischen Mensch und Schatten. Verwüstung. Die Interstate ist voller verlassener Fahrzeuge, die zur Flucht aus der Stadt benutzt wurden. Auf der anderen Straßenseite befindet sich eine Abkürzung zum Versteck. Und da gehen wir jetzt hin. Geile Abkürzung, Alter. Mitten durch Scheiß. According to the map, I should cross this highway to get closer to the city. Okay. Moment, hier war, glaube ich, irgendwas. Oder? Nee. Mit dem Toten? War nix? Ah doch, sorry. Das hatte ich beim ersten durchzocken. Der hat irgendwie so einen Ausweis bei oder so. Ja, geil. Jetzt natürlich. This is it. This is what's left of our world now. These are the leftovers of the war between men and shadows. A snapshot of what we become. Bloody hell on earth. Ah, safe point. Diese bescheuerte Army-Fahne immer. Ehrlich, Alter. Selbst unserem Verrecken sind Hauptsache die scheiß Fahne ist gehisst. Tja, blöd, Mann. Es ist nicht immer leicht, die Begegnung mit diesen Schatten zu überleben. Doch zum Glück bin ich noch am Leben. Aber tief in meinem Inneren habe ich Angst. Wo sind meine Mädels, meine Frau Shannon, meine Tochter Lydia? Werde ich sie je wiedersehen? Ich muss meine Freunde und meine Familie finden. Ich muss es schaffen. Also schon so ein bisschen 0815, aber richtig cool gemacht, finde ich. Holy shit, was ist mit der Axt los? Ja. Found a firefighter's axe. Erste Waffe. Die ehrlich gesagt für den Kampf scheiße zu gebrauchen. Thanks, buddy. Ja, für sowas hier. Okay, rüber da. No time to waste. Das hier habe ich noch nie gecheckt. Ich weiß nicht, wofür dieses Auto da ist, dass man das runterlässt. Man könnte auch einfach direkt rüber. Kein Plan. Vielleicht soll man sie erst alle anlocken. Oh shit, warte. Jo. Ah, vielleicht auch dafür. Oh. So.
damn storm. Also ich mag die Grafik, ehrlich. Ich finde das echt cool. So außer sehr düster irgendwas. Ach ja, er kriegt zwischendurch immer so Hallos. Naja. I must be tired. Da sind auch ein paar miese Szenen später dabei. Ja. Oh ja, wackelig, wackelig. Holla. Ey, für so einen 2D-Side-Scroller, der über 10 Jahre alt ist. Stimmig. Ah, nee, warte. Ah, ja, 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 wir müssen rüber. Obwohl, Moment. Hat der irgendwas? Nö. Also, damit Schmack ist rüber jetzt. Die Alarmanlage leuchtet ja bis hier oben hin. Run, run! Oh. Too many of them. Oh, holy fuck. Fuck. So, ab in die Grütze. Nein! Nicht rein, du Idiot. Nach oben, nach oben. Scheiße. Okay, dann gehen wir erst rüber. Oh, Mann, Alter. Was wäre es jetzt gewesen? Gut, das ist natürlich ein bisschen scheiße mit der Steuerung, wenn du direkt vor einem offenen Fenster stehst, wo du reingehen kannst und noch nach oben springen kannst. Und damit der Sprungtaste immer das Reingehen. Hier war nichts. Nö. I can hear something. Okay, erste Begegnung mit Menschen. Ihr wisst, Zombie-Apokalypse sind Menschen immer am schlimmsten. Das hat uns Walking Dead schon beigebracht. Ich raff's nicht, Mann. Wieso? Wir müssen zeigen, dass wir Macht haben. Sie sollen wissen, dass wir sie im Auge behalten. Wer? Diese Dinger? Nein, ich meine die Überlebenden. Was interessiert es dich überhaupt? Befehl ist Befehl. Lass uns den nächsten holen. Mann, der wiegt ja eine Tonne. Hey, Kumpel. Was hält länger, das Haus eines Maurers oder das eines Tischlers? Ich wette um 100 Mäuse, dass du... Alter, noch... Das eines Tischlers? Wenn du sowas gefragt wirst, antworte einfach das langlebigste aus, das des Totengräbers. Grabstein halten ewig, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Brainfuck. Was für ein Arschloch. Auch cool, Alter. Zwei Schuss, beide daneben. Mit denen werden wir später zu tun kriegen. Mit ihm und seiner Clique. Was sollte das heißen, bald ist die Überlebenden im Auge? Von wem kommt dieser Befehl? Ah ja, das lernen wir dann noch. Oh yeah, voll da. Menschen einfach abgefuckt, Alter. Wie hat mal... ein Ami-Philosoph gesagt, Mankind sucks. So sieht's aus, Alter. Menschen einfach abgefuckt. Ein blaues Taschentuch, darauf steht etwas geschrieben. Das neue Gesetz. Das neue Gesetz markiert seine Opfer. Das ist eine Art Nachricht, als ob diese Welt nicht schon finster genug wäre. Alter, laber ich dem jedes Mal ins Wort und man hört da nichts mehr? Wenn, dann sorry. Also Leute, wir kommen langsam zum Ende. Des Clips. Ihr wisst ja auch, wenn ihr denkt, Mann, ist der lame, Alter, was labert ihr für einen Scheiß? Es wäre nett, wenn ihr mal einen Kommentar oder ein Like da lassen würdet. Dass man wenigstens denkt, es hat mal einer gesehen. Ich werde jetzt hier. Moment. Hola, Chamba. Nein, 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 nicht kämpfen, nicht kämpfen, das hast du nicht drauf. Ich glaube, wir müssten jetzt gleich den Abschnitt haben. Moment. Achso.
Alter, spring doch. What the fuck, Alter? Dann müssen wir so runter. Okay. Scheiße. Okay. Was ist denn los, Alter? Müsste hier nicht langsam der nächste Abschnitt kommen? The news was right. Something big happened in the city. People went to war against the shadows, military and common man alike. Die Menschen führten Krieg gegen die Schatten, das Militär ebenso wie die Zivilisten. Das ist. Ah ne, da müssen wir auch gar nicht dran. Okay, obwohl doch. Okay. Wird's denn da oben weitergehen? Gut, jetzt kommen wir eh nicht mehr hin. Pech gehabt. Jetzt müssen wir unten durch. Was zur Hölle? Was zur Hölle hat sich hier denn jetzt geändert? Keine Ahnung. Oh. Verstehe. Jo. Aber wie kommen wir jetzt? Okay, alles klar. Nein! Ich hätte oben hingemusst. Aber okay, wie gesagt. Ich sag ja, bis zum ersten Tod, den wir zweimal übergangen haben. Oder bis zum nächsten Speicherpunkt oder bis kurz vor die Tankstelle. Also ich würde euch das Spiel echt mal ans Herz legen. Ihr solltet euch den Scheiß mal kaufen, wenn er mal wieder für 3-4 Euro zu haben ist. Geiler Titel. Also bis denn.